Die gestiegenen Anforderungen des schweren Rangier- und Güterdienstes veranlassten die PKP zur Beschaffung leistungsstarker Diesellokomotiven. Daraufhin entwickelte Fablok 1973 eine 1200 PS starke Großdiesellok, welche ab 1976 an die PKP ausgeliefert wurde. Zu den 167 Maschinen für die polnischen Staatsbahnen kamen 30 weitere Lokomotiven für den Bedarf der Industrie. Da sich die schweren Maschinen nicht für die Bedürfnisse der Industrie eigneten, wurden viele zeitnah abgestellt oder an die PKP verkauft. Heute sind noch etwa 30 Maschinen im Einsatz, wobei die meisten in Oberschlesien zu finden sind. Zwar wurden die Loks über 4 Jahrzehnte Betriebsdienst immer wieder mit aktuellen Funk- und Sicherheitssystemen nachgerüstet, eine allgemeine Rekonstruktion blieb jedoch aus. Mit der SM-31 gab es ein imposantes Vorbild in den Maßstab 1:87 zu übertragen. Die schlichte Form der Lokomotive wird durch die umfangreichen und plastisch wirkenden Gravuren am Gehäuse zum wahren Blickfang. Die mehrteilige Darstellung des Axiallüfters und die herausragend detaillierten Drehgestelle sind weitere Beispiele für die hohe Qualität des Modells. Freistehend montierte Griffstangen und Geländer, bündig eingesetzte glasklare Scheiben und der detailliert eingerichtete Führerstand geben dem Modell den besonderen Schliff. Als besonderes Highlight verfügt das Modell über ein frei drehbares Lüfterrad. Dem Modell liegen zusätzlich Bremsschläuche und Handstangen zur Komplettierung der Pufferbohle bei. Technisch folgt das Modell bewährten Pico-Prinzipien. Ein Mittelmotor mit 2 Schwungmassen treibt über Kardanwellen die jeweils äußeren Radsätze beider Drehgestelle an. Das Chassis aus Zinkdruckguss sowie die aufgesetzte Motorhalterung sorgen für enormes Reibungsgewicht und lassen die Lok lange Güterzüge über die Anlage ziehen. Die obligatorische Stirn- und Schlussbeleuchtung wird bei den werkseitig für den Digitalbetrieb ausgestatteten Modellen um stimmige, digital schaltbare Beleuchtungen des Fahrwerks und im Führerstand ergänzt. Auch eine beleuchtete Instrumententafel ist vorhanden. Zusätzlich stehen vielfältige Soundfunktionen wie das Vorwärmgerät oder kurzweilige Funksprüche zur Verfügung. Dank Pico Train Sound on Board ist das Sounderlebnis besonders vorbildgetreu. Die analogen Modelle lassen sich mittels der PLUX 22 Schnittstelle kinderleicht für den Digitalbetrieb aufrüsten. Das hochdetaillierte Pico-Modell der SM-31 beweist einmal mehr, dass sich vorbildgerechte Modellumsetzung perfekt mit höchster Betriebstauglichkeit kombinieren lässt.